Okay. Und ich habe die Foto. Das ist alle kalt. Wow. Toskana. Papi, ich habe zwei Foto. Kannst du jetzt Blödes waschen? Oh, das ist alle Blumen. Ja, ich kann ja nicht anders. Okay, du kannst aber auch immer rausziehen. Das habe ich ja auch schon gestern gesagt. Oh. Gestern. Zum Schlafen habe ich auch gesagt, dass ich es ausziehe. Dann auch so ein Fetzen fällt irgendwann mal ab. Schimmel. Ja, Nuki, du musst dich heute umziehen. Und waschen. Ich will auch das mal haben. Tommy? Ich will auch Kamera haben. Meine Kameraassistentin kann, ne? Ah. Am Niesen. Schnief. Schnief, schnapp, schnapp. Meine! Vielleicht ist die Kamera wirklich eine Alternative für. Meine Kamera! Sie schläft, aber kann man nicht so gut sehen. Skadi ist eine ganz mit vielen Locken aus der Familie. Familie kann ich auch das haben. Ich will auch das haben, Mama. Hallo, Papa. Hallo. Hallo, Skadi. Ich will das haben, yes. Tipp, 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 tipp. Stimmt, wird es wieder warm. Wir gehen jetzt mal in den Keller, ne? Tschüssi, Papa. Aber Kamera lass du hier. Ich werde. Einmal kurz. Kamera lass du hier oben. Nee. Die Kamera nehme ich mit. Nein. Ja. Mama, weißt du, die Nudelsuppe, also die Gemüsesuppe wäre auch lecker, wenn du dazu Hähnchen dazu gemacht hättest. Oder dieses. Aber das ist eine Hühnersuppe, ne? Ja, aber das ist echt trotzdem so lecker. Nein! Ja, schade. Das habe ich vermisst jetzt dann. Beim ersten Mal umgehört und dachte ich, wo ist das ein Huhn? Aus dem! Das war eine Gemüsesuppe. Da dachte ich mir, ach nö. Ohne Fleisch. Papi, der Kamera bleibt hier. Die nachgenutzte Hose, Mensch. Die Jungen schmeißt mich schon raus, komplett aus dem Haus. Und schon einer da? Bis gleich. Tschüss. Dich. Jo. Guten Morgen. Also, China oder nicht China? Mensch, der Kommentar von gestern sozusagen. China oder nicht China? Was soll ich dazu sagen? Wir alle kaufen in China. Wir alle haben tausende Sachen zu Hause. China. Und wenn es Klamotte ist, also China oder Asien oder Indien oder was weiß ich. Also wie gesagt, dieser ganze Billigmarkt. Da sind wir reich gesegnet mit diesen wunderschönen Produkten. In jedem Detail. Und sei es, was weiß ich, ein Zulieferer für irgendwelche Kleinteile von, oder hier sowas hier, so ein Sortimentskasten, der kommt bestimmt nicht mit in Germany gebaut oder sowas. Oder sowas hier. Oder das ist doch alles dumm. Kommt da eh alles aus China. Wo man sich da überhaupt hinkommen kann. Ich guck mal eben, wo das hier kommt, der Bremsbelag hier eigentlich. Taiwan. Ja, was soll ich denn sagen? Was ist ein Shimano? Wo lasst ihr denn produzieren? Japan?
Der Vertrieb. Nee. Malaysia. Malaysia. Ja. Cool Stop. Wo macht ihr denn? Coolstock macht Made in USA. Schau mal an. Ja, Coolstock. Wenn man was gegen die armen Chinesen hat, kann man ja nur Coolstock-Bremsbeläge verbauen. Dann hat man die Chinesen außen vor. Fakt ist, man kommt nicht drum herum. Man kommt nicht drum herum. China oder nicht China, man kommt nicht drum herum. Das war auch schon vor 50 Jahren so, kann man auch nicht um den asiatischen Markt rum, den konnte man nicht ignorieren. Es sind einfach auch zu viele und die produzieren halt auch wie die Bekloppten. Ja, das war vor 50 Jahren so, das war auch wahrscheinlich schon vor 100 Jahren so. Deswegen hat man die ja sich, deswegen haben die sich ja alle niedergelassen, die ganzen Engländer und alle und haben da, die sind ja nicht blöde. Ja? Deswegen, da braucht man sich keinen Kopf machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf Billigzeugs umsteige oder so. Das wollte ich nur noch mal richtig stellen. Dass ich habe kein E-Bike bestellt. Das war folgendermaßen. Und zwar kam hier jemand an mit dem E-Bike. Erstmal so, boah, was ist denn das? Das ist ja urstabil, war der Rahmen. So richtig stabiler der Rahmen und so. Und mit einer guten Verarbeitung von den Gelenken und so. Ich sage, was ist denn das? Fido, kannte ich überhaupt nicht. Sieht nicht mit anzufangen. Ich sage, was ist denn das? Faltrad? Ne? Also, das war ja besonders, war ein E-Bike-Faltrad. Und die Diskussion hatte ich ja gerade mit meinem Lieferanten, dass die alle so scheiße sind und so billig und so. Und trotzdem so teuer. Und dann sagt er zu mir, ja, also ich habe nur zu ihm gesagt, Mann, das sieht aber mal stabil aus. Und dann meinte er, ja, hat da 400 Euro bezahlt oder so. Ich sage, 400 Euro? Also einfach billig, ja, wart. Nicht billig verarbeitet, sondern billig im Kauf. Ich sage, hey, was ist denn das? Gebraucht oder was? Nee, neu. Sieht ja auch neu aus, ne? Oh, China. Ich sage, ach so, ja. Da habe ich mir das angeguckt und dachte, hey, ist aber eine richtig gute Verarbeitung. Richtig schick, richtig schnick. Irgendwie die Gelenke, also diese Faltgelenk, richtig stabil auch gemacht. Kein Klappern, Schlackern, wie man das früher von den China-Klappis kannte, die dann echt so irgendwie so Schlacker, Schlacker hier, Schlacker, Schlacker da. Habe ich gesagt, ja Mensch, ey, was ist denn das hier? Ist das von Alibaba oder was? Meint er, nee, von so einer anderen Seite. Dann habe ich mir die Seite einfach mal angeguckt. Und naja, die verkaufen genau den gleichen Scheiß wie Alibaba. Im Grunde genommen ist genau das gleiche, aber die Verarbeitung von diesem Produkt habe ich ja live gesehen. Die war echt top. Naja, dann habe ich mir die Seite angeguckt und habe das alles, den ganzen Scheiß, selbst so viel Müll, was da angeboten wird, ist unglaublich. Tüdelkram. So, gucken wir mal besser. Hallo? Ja, bitte? Hi. Ja, ein Haufen Tüdelkram gibt es da natürlich. Also es ist unglaublich, wie viele Lichter und wie viele Smartwatches und wie viele Modelle von dies und das und jenem es dort gibt. Aber wie gesagt, so was habe ich halt nicht. So was habe ich halt nicht, so was brauche ich halt nicht. Was es da natürlich auch gibt, sind diese USB-Verbindung mit Magnet und so ein Scheiß, das habe ich mir angeguckt und so. Da habe ich jetzt ja schon eins geholt. Das hat sich allerdings für diese Kamera hier für untauglich erwiesen, weil jedes Mal, wenn der Strom unterbrochen wird, kommt die Kamera damit nicht klar. So richtig. Strom an, Strom aus. Das ist jetzt meine Erklärung dafür, dass die Kamera dauernd ausfällt. Immer wenn man an diesen Magnetstecker kommt und der Strom kurz unterbrochen wird und dann wieder angeht, dann kann es passieren, dass die Kamera abschaltet einfach. Und da man das ja bei diesem Magnetstecker ab und zu mal macht, deswegen sind feste Steckverbindungen, kontinuierliche Stromversorgung, ist wohl besser für so eine Kamera. Deswegen sind die eigentlich untauglich. Also wenn man echt nur mal was laden möchte und so, dann ist das in Ordnung, aber diese Dauerbetrieb, sind die auch wieder nicht geeignet. Ich glaube, die gute Dame kommt nicht klar mit den Punkten, der muss ich mal helfen. Ach.
Wo war ich stehen geblieben? Ach so, Thema China, China, Thema China, Thema China, Thema China sind wir durch, sage ich jetzt mal so. Ja, durch, 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 stopp. Ist mir gleich, wie auch immer. Also Sky Ranger, nicht für Unjut, ja. Aber das war jetzt kein Bruch in meiner Grundeinstellung. Ist es nie, wenn ich so Sachen kaufe, die aus China kommen. Und ich werde jetzt auch nicht anfangen, hatte ich auch eigentlich gesagt, weil meine Frau meinte ja noch, ja, da machst du so einen Testkanal. Da meinte ich, mach ich nicht. Wenn er nicht glaubt, ich auch nur die ganze Zeit irgendeinen Scheiß kaufen, irgendeinen Müll. Das meiste weiß man ja sowieso, ist Müll. Habe ich ja auch geschrieben, glaube ich, im Kommentar. 90% oder 99% werden Müll produziert und nur 1% von den Sachen, die sind von guter Qualität, weil es einfach den Absatzmarkt in China zählt halt auf Masse und auf billig und auf einfach auf Massenumsatz und nicht auf einzelne gute Qualität. Wenn man mal richtig reich wäre und clever, dann würde man in China ein Werk aufbauen, was gute Arbeitslöhne zahlt, gute Sozialversicherung sozusagen hat, also Sozialversorgung der Angestellten und was Top-Qualität produziert, weil mit dem Handwerk, mit den Handwerkern, die es in China gibt, die in China das, was die da drauf haben, damit könnte man also eine Qualität erstellen zu einem immer noch günstigen Preis gegenüber in Deutschland produzierten Sachen oder so. Das ist, ich sag euch, ey, wenn du die Löhne zahlst, die hier bezahlt werden, in China jemand, irgend so ein Meister von irgendwas, der irgendwie seit 40 Jahren nichts anderes macht als Holz bearbeiten oder so, ja, die ganze Zeit und seine Schreiner oder so, ja, seine Holzbretter streichelt. Und du zahlst dem das, was du hier jemandem einen Tischler zahlst oder so. Ey, ich sage euch, da kommt ein Produkt am Ende bei raus, da tut es mir leid, da hängen wir wirklich noch Meilen hinterher. Die haben einfach mal schon tausende Jahre, es waren also traditionelle Handwerksbetriebe, ja. Oder eben alles, was mit Metall zu tun hat und so. Das ist unglaublich, diese Präzision in der Verarbeitung, die eigentlich, also handwerklich, ich meine jetzt nicht die Roboter-Massenfertigung oder so, sondern so richtig handwerklich. Also wenn man richtig, richtig Geld hätte und clever wäre, dann würde man da so ein Werk nicht gleich, sondern eben eine Bude aufmachen, wo man dieses alte Handwerk vereint und so richtig geniale Sachen fertigt. Und man die Leute auch absolut fair bezahlt, weil den Preis, den die Sachen dann eigentlich, diesen Wert, den diese Sachen haben, weil so viel Liebe drin steckt, kann man gar nicht. Das bezahlen die Leute auch. Durchaus sind die Leute bereit, hier dann zu bezahlen oder auch. Das ist Wahnsinn. Tja. Das ist dann wohl eine Zukunftsvision, aber nicht von mir, weil ich schaffe das nicht mehr. Ich sitze hier in meinem Keller und arbeite für wenig Geld. Jo. Wie auch immer. Tada! Mein Kommentar zum Morgen. Also, schon 20 Minuten um. Herzlichen Glückwunsch. Kommentar zum Morgen ist gut. Gut, next. Was next? Was ist denn heute Plan? Also Plan ist, sagen wir mal so. Das ist ja jedes Jahr so. Mit dem Felix. Der Felix kennt schon seit Jahren. Und er ist seit Jahren bei ihm natürlich nicht besser geworden. Und ich bild mir da auch nicht ein, ich bin da nicht illusorisch, ja, dass ich denke, ich krieg den irgendwie auf einen anderen Weg oder so. Aber was er auch ist, er ist ein verdammt guter, gewissenhafter Arbeiter. Also was heißt, also er kennt sich mit Fahrrädern unheimlich gut aus eigentlich. Und deswegen gebe ich ihm halt jedes Jahr einmal eine Chance, dass er hierher kommen kann,
Er braucht er Geld. Also, das sind dann auch seine hellen Momente, sagen wir mal so vielleicht. Ne? Wo er dann kommt und sagt, oh Mensch, er hat einfach dann auch keinen Bock manchmal, irgendwie Leute anzubetteln um Geld oder so, sondern dann kommt er halt hierher und meint, Mensch, kann ich dir nicht irgendeine Arbeit machen, irgendwas, um kurz mal 20 Euro hier, 20 Euro da. Ja, dann macht er das. Dann macht er das und dann kriegt er das und dann ist gut. Ne? Also dann finden wir immer irgendwas, finden wir doch immer. Also das ist alles kein Problem. Ich mag ihn auch. Ein Jahr hat er, war drei Tage hintereinander da. Jetzt ist er auch schon. Er ist nicht hintereinander da. Er ist jetzt hier. Ne, gestern war er abends ja nochmal für drei Stunden da. Hat so ein bisschen gefrickelt, ein bisschen gefummelt. Vorgestern war er für ein paar Stunden da. Und ein Jahr, das längste, was er mal hier bei mir war, waren drei Tage hintereinander. Am zweiten Tag war er abends so euphorisch, da hat er seine Mutter angerufen und hat gesagt, Mensch Mama, du, ich schaffe es jetzt, ich komme hier raus, ich bin jetzt beim Kumpel und arbeite da und er hat immer ein bisschen Arbeit für mich und so. Und der hat sich so gefreut. Und dann hat er noch einen Tag geschafft und dann ist er wieder abgestürzt. Also das ist immer so eine Sache. Selbst wenn man sich, man kann sich auch natürlich auf die Leute mit dieser Drogenaffinität kann man sich natürlich nicht verlassen. Das funktioniert nicht. Aber man sollte sie halt auch nicht im Regen stehen lassen. Also es sind halt total patente Menschen auch dabei, ja. Und klar, wenn man so sich sagt, ach scheiß, komm, was kümmert's mich? Es macht ja Arbeit. Darf man sich auch nicht vormachen. Es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie, also ehrlich gesagt, wenn ich ihm was gebe, dann gebe ich ihm nicht so, dann gebe ich ihm nicht für die Arbeit, die er macht, weil eigentlich ist er noch nicht, er ist nicht arbeitsfähig. Also da kommt kein produktives Ergebnis meist zustande. Ich weiß schon, handwerklich grundsätzlich geht es, aber der kann nicht arbeiten. Also den kannst du sagen, so wie jeden Tag hier, sortiere doch mal ein paar Schrauben, oder mach mal dies, mach mal das. Aber so richtig arbeiten, nee. Dann unter Druck setzen, geht einfach nicht. Kann man nicht machen. Kundschaft. Guten Morgen. Oh ja. Naja, wie gesagt, genug Schwafel. Wir werden mal sehen, ob er heute kommt. Er hat gesagt, er kommt Mittag. Und wir schauen einfach mal, wie sich das macht. Ganz wichtig ist, dass man ihn arbeiten lässt, nicht unter Druck setzt. Also, dass man ihm sein Beschäftigungs... wie sagt man? Wenn man ihn so seins machen lässt. Der Nächste. Hey, Tommy. Hey, Marlies. Gefunden. Ja, ich denke mal, das ist es, ne? Ganz genau. Avus Rally, Avus Berlin 1961. Tada! Das sieht ganz schön schwabbelig aus, oder? Gefällt mir gar nicht. Verkauft. Wahrscheinlich ist es aber normal, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht mehr, wie viele anderen sind. Sieht auch so schwabbelig aus? Ja, du bist immer schwabbelig. So mein kleiner Schwabs. Da sehen wir beide schwabbelig aus jetzt. Ist doch okay. Sieht auch aus wie eine Qualle. Ich bin nicht voll aussehen. Aber guck mal, was ich wieder anziehen kann. Schuhe. Schuhe. Schön. Nicht mehr Birkenstocks. Die habe ich ja nie getragen. Nee, aber tragen alle anderen Schwangeren sie. Du musst den Hebel weg vom Ventil. Weg vom Ventil. Und welche Ventil hast du denn da? Hast du Autoventil, ja? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nie gesehen. Warte. Die ganze Luft ist hier drauf. Ja, da ist ja gar kein Ventil drin. Du hast es ja hier nicht drauf. Achso, habe ich das hier. Das Ventil muss natürlich drin bleiben. Achso, ich habe heute eigentlich nur den Deckel. Genau. Dann schraubst du jetzt richtig fest. Und dann schraubst du den Deckel ab. Okay. Jetzt kannst du proben. Warst du auch schon mal da? Beim Avus-Rennen?
Einmal, ja, 61, ja, kann sein, ja, einmal. Siehst du, bist du gefahren, Startnummer 91 war Wolfgang. Wolfgang. Siehst du? Wolle kennst. So, hast du dafür was zu verpacken? Jetzt geht es richtig los. Jetzt haben wir eine neue Werbung bekommen. Tada, da ist er. Ich bin drin auf der Rückseite vom Secondhand Guide. Yay. Mich 260 Euro gekostet knapp. Dann habe ich aber auch noch den Secondhand Guide vom letzten Jahr. Secondhand Guide vom letzten Jahr. Bin ich auch drin. Hier unten. Kleinere Anzeige. Yay. Erste Hilfe im Betrieb. Dann Hans, für dich stelle ich jetzt mal Datum. Welches nochmal? Weil den 28. war. Fast einen Monat um. Ich habe ja gesagt, einen Monat bleibt jetzt so. Yay! Für dich, Hans, nur für dich. Dann bin ich aber auch noch der andere. Im Berliner Guide für Nachhaltigkeit. Oh, ja. Life Responsible. Life Responsible. Und dann bin ich auch noch da drin. Berlin to be. Die 23 steht um. Da. Aber eine ganz kleine Anzeige. Wisst ihr, was das alles kostet? Diese ganzen Anzeigen? Überall. Hier, da, dort. Ist ja nicht so, dass ich keine Werbung mache, ne? Wurde ja auch mal gesagt. Aber ich kann 1000 ausgeben im Jahr für Anzeigen. Das ist ja viel immer. Ja, was machen wir denn jetzt? Gegen Fliegenboxen. Und an der Lampe gegen Fliegenboxen. Heute ist Klapprattag. Ich bringe mal alle Klappräder raus. Aber sie bringen alle Klappräder raus nicht. Sondern ich nehme mir ein Klapprad nach dem anderen, check das durch, solange wie keiner kommt. Bringe es raus und versuche zu ein oder andere zu vergucken. So machen wir das. Perfekt, na das ist so gut. Okay, gleich ein Price Tag. Hallo. Ja. Blattfuß. Amil. Hm? Jetzt du mir. Vorher. Blattfuß Amil. Jetzt du. Blattfuß Amil. Ja. Nee, ich brauche noch. Oh nein, ich brauche auch. Nee, ich würde jetzt Bud Spencer sagen, dann sagst du Fernsehen und dann. Ja, also.
könnte es ein bisschen weitergehen. Wo soll ich es hinstellen? Na, da unten, das ist der hier. Ja, gut. Dann ist später. Ist die Geld gleich oder später? Nee, später. Schöne Peugeot von gestern. Jetzt machen wir erstmal fit in der Werkstatt. Der Schaltzug ist der einzige, was nicht funktioniert. Muss ein Metallhebel ran, kein Plastikhebel. Zeigt euch gleich. Gib ihm Eieruhr! Eieruhr, Eieruhr! Die Fixuhr ist ja da, ist ja nicht da, halt dich an, halt dich nicht an. Ja, so, jetzt wird unten schon. So, jetzt. Moin, der Primetime, ja? 11 Uhr mal, ja? Hä? 11 Uhr sage ich Primetime bei dir. Kannst du das sehen, ob der Schraubdreher gesteckt hat? Der ist gesteckt. Der ist gesteckt. Bleib so kurz hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, das ist eine ganz andere Übersetzung hat der als der andere. Guck mal hier, wird das einfach rausgebrochen mit dem hier, ja? Ja, ja. Krass, oder? Ja, ja. Ja, dachte Speicher, aber nee. Das heißt, wir können den hier dran machen, oder was? Ja. Ja? Mhm. Okay. Wenn ich dich drum bitten. Mhm. Ja. Und dann sehen wir weiter. Und dann schauen wir mal. Ja, genau. So. Na? Ja. Ey, Mandel und Schlauch waren super, aber Schaltung kriege ich nicht angeschraubt. Die Schraube hier, die dreht sich überhaupt nicht. Also, ganz schwer. Ganz schwer. Ich kriege es da nicht dran geschraubt. Also, ich weiß auch nicht warum. Ich habe jetzt mein Werkzeug nicht dabei. Kannst du selber mal nachprobieren. Ich habe es geölt und gemacht und getan. Ja, genau so. Ja. Geht das nicht leichter normalerweise? Nee, wenn es leichter geht, das Spiel in der Schraube, dann wackelt das Schaltwerk. Das weiß ich ja gar nicht. Nee, ich will es einmal anschrauben. Genau, und dann? Ja. Und dann soll es dran sein. Ach so. Ja. Bitte. Ja, wir waren noch kurz unten, dann bist du nochmal hoch, hast die 200 geholt. Hab ich das in der Hand gehabt? Hier ist es nicht. Ah, oh, Mann, ey, hör auf. Jetzt hör doch mal auf. Ich krieg die mal runter und mach mal ein Foto. Ich krieg voll die Krise. Und dann sind wir hier runter. Wie kann man so bescheuert sein? Fixer Album! Ich glaub's ja auch nicht. Hast du die Kamera irgendwo angehabt oder so? Ja, hier. Sieht man da, wer vorbeiläuft? Oder halt, halt. Nee, der hatte vor. Ich hab's draußen gekauft, dann bin ich kurz drin hier. Nee, oder? Und dann hat er die Klaut hier draußen, dann lief er hier vorbei mit. Und. Oh, ey, Mann. Mit Taschen oder was? Mit Taschen dabei und. Und ne, ich würde das, dann hast du. Ne, ich habe keine null Ahnung, was du warst. Okay. Ich setze mich unten, ich weiß ja, was ich zu tun habe, ja. Ich gucke mir das Vorderrad an und. Quatsch, auch, ey. Mann, bin ich ein Idiot. Ich bin so ein Idiot, ey. Wieso bin ich so nie wieder? Ich konnte nicht rennen. Du bist bescheuert, Kamera besser einstellen. Kamera. Ach, dann halt nützt er nicht. Sind die das überhaupt? Ja, gut, bei den 1000 Leuten. Clown!
sich dann angeguckt und dann waren wir beim Preis, dann hat, ja, er, dann hat Tommy gezahlt. Okay. Aber 680, ich habe ihm 20, 700 hat er mir gegeben, ich habe ihm 20 zurück. Mhm. Und dann sind wir runter in den Keller. Hat er gemeint, ob ich das verkaufen kann. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein paar Fotos. Sind dann hoch. Und dann meint er, du kriegst ja noch Geld von mir für das Fahrrad, weil ich habe ihm ja ein Fahrrad in Kommission gegeben. Okay. Für 200, dann ist er hoch bei, zu sich, hat die 200 geholt, kommt dann zurück und meint dann, wo ist denn das Album? Na. Ach, und da warst du auch, aber nur unten? Nee, ich war schon, oben. Ja. Wir waren zusammen. Ja, aber hast nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet. Also ich wusste auch nicht, ob er das, ich habe nicht drauf geachtet. Ob er es mitgenommen hat. Oder ob er es mit hochgenommen hat oder so, wa? Ach, und das war das mit den 200. Boah, ey. Zum Kotzen. So, was haben wir jetzt? Also, ich habe einen echt schlechten Tag heute, muss ich sagen. Ich bin richtig, das macht mich richtig fertig, ja, dass die Leute klauen ohne Ende und mit so einer Kackdreistigkeit noch zu gucken, hoffentlich kommt jetzt keiner um die Ecke und dann abhauen, ja. Also, falls ich es noch nicht gesagt habe, mir wurde ein Fotoalbum geklaut, was ich eine Minute vorher angekauft habe von Carsten. Das hat mich 220 Euro gekostet. Die 220 Euro sind nicht so wichtig. Es ist viel mehr wert. Selbst an Geld. Carsten gibt mir das immer sehr günstig. Die Sachen, die sind das wirklich mehr wert. Und es ist geschichtlich einfach absolut relevant. Ich habe vergessen, diesen KTM-Steuersatz zu bestellen. Ach Gott. Ich flippe aus. Egal. Fakt ist, wollte ich sagen, das wurde mir geklaut. Technokrade gekauft und es ist einfach geschichtsrelevant, automobilgeschichtlich relevant, einfach. Kommt man mal an so ein Ding, ja. Kommt ein Idiot, der das klaut, der das einfach überhaupt nicht weiß, was er da klaut, der einfach das mitnimmt und das verschachert für den nächsten Schuss, für 20 Euro oder für den 10er oder was. Ich hab gedacht, ich kann hier gleich bearbeiten für Dokumente, aber das geht ja ja auch nicht. Ja, das ist ein Abrissbild. Das ist ein Ausruf. Ey, bist du nicht? Tag 1. Jep, das Versuchskaninchen. War Icke. Ah, guck mal. Mensch, da freut mich aber, mich hier so frei und frisch und fröhlich vorzufinden. Ja. Will ich ganz streichen. Danke für die Grüße. Eine Umarmung halten wir jetzt noch nicht getraut. Ich dachte, so weit sind wir noch nicht. Was denn? Nee, nee, das war jetzt einfach nur. Ja, alles klar. Moto Vegane braucht ein anderes Hinterrad. Wäre auch noch ein zweites wäre, aber auch schon eine dicke. Ja, Monster ist perfekt. Der Messpunkt, ja. So. Okay, da habe ich die Kette jetzt dann einiges. Okay, gut. So. Jetzt Bremse. Geht durch. Nee, lass. Ja. Lass mal los. Nochmal. Ja. Oh,
Jetzt muss man halt probieren, ob die Kette mit dem Antrieb harmoniert, oder? Ja, wir haben, genau. Ansonsten habe ich noch die alte Kette von dem Antrieb halt nur da. Vorne wird es kein Problem sein. Dann wäre es besser, nur die Kette zu wechseln. Aber die läuft gut. Hört sich gut an. Warte. Das ist hoffentlich nur Bio-Face-Problem hier. Ach so. Nicht, dass es verbogen ist, die Blätter. Und dann manchmal gab es dann echt Tagesabstufung. Und dann habe ich einen reingenommen, ein Stück abgeschliffen und ein Stück irgendwie so abgedeckt und wieder mal raus im Regen und dann, ja, was. So ein geiler Rostzaun dran und nicht zu rostbraun, also so ein schönes, ja, so ein braun, so ein intensives irgendwie und ja, oder rötlich besser gesagt noch, ne? Und dann habe ich ganz vorsichtig nur mit ein bisschen Stahlwolle dann mit Luft abgesprüht und dann mit Lack drüber. Ich habe so einen Grundierungsklarlack oder irgendwie sowas gehabt. Teil komisches Zeug, was wollte ich unbedingt ausprobieren. Ja. Denn ich habe ja damals viel mit Dings gemacht, mit Hammerschlag, mit Perlmutt und mit lauter so Sachen aus dem Modulorladen. So eine Dose 12 Euro zahlst oder was, sondern einfach mal so just for fun, ja, so ein bisschen rumgucken. Natürlich manchmal nicht lange gehalten, aber das ist der eine Rahmen mit Klarlack drüber und dann mit Matt und Glanz gemischt und boah, das war geil. Noch ein paar Logos drunter gesetzt mit Stencil Art. Ja, meinst du morgen und dann wieder same place, same time? Das ist auch wie so ein Slimy, kennst du noch diese Slime-Pops? Ja, dann nehme ich halt den. Decken oder schon mit dem Schlauch, mit Schlauchstücken. Genau, Schlöcher haben wir, das Schlauch drum wickeln, zuballern. Okay. Ja. Gut. So, Cola habe ich. Das habe ich. Duster. Ja, ja, dann gucke ich, dass ich heute wieder ein bisschen früher nach Hause komme, jeden Tag, und hast schon das Duster schlafen gehen. Dann kommt der Rhythmus schon. Jo. Jo. Boah. Auch noch. War draußen jetzt alles drin, ja, oder? Okay. Ja, Werkstatt rein. Guck noch mal kurz. Hier ist das Lunchbox. So, ich bin für nichts zu gebrauchen heute. Ich habe heute keinen Bock mehr auf eine andere Ernest. Deswegen Feierabend. Ab nach oben. Okay, was für ein Tag. Ich möchte ihn abschließen mit einem gute Nacht an euch alle. Und schön, dass ihr dabei seid. Manchmal gibt es auch schlechte Tage. Heute war so ein schlechter Tag für mich. Und deswegen sage ich jetzt mal nichts weiter dazu. Also bis dann. Ciao, euer Tommy.